Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Mein Gott, ist meine Stimme heute angeschlagen. Zurück zu 7 Days to Die. Ja, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Schnellste Weg zu entladen ist so, ne? Genau, richtig. So, dann machen wir das mal eben. Ich will mal eben was wissen. So, das geht jetzt nach oben. Muss ich noch, ja, es ist 19 Uhr, ich muss nirgendwo hin zum Händler. Kommen wir heute eh nicht mehr zu den anderen beiden Händlern. Dann können wir doch eigentlich auch... Dann können wir doch eigentlich auch mal diese Axt hier mitnehmen und... ja. Kombinieren. Bringt das was? Ja, komm. Die nehme ich nur sicherheitshalber mit, die Schaufel. Ein bisschen Holz habe ich da oben, glaube ich, noch, aber... Nee, reicht so, ne? Reicht so. Ja, 6000 Holz habe ich hier noch. Nee, das reicht so. Die Axt habe ich dabei. Die habe ich auch dabei. Das ist das. Ich brauche das, was ich wahrscheinlich oben liegen habe. Da ist so halt nichts mehr drin. Da ist Stoff und Leder drin. Da sind Parts drin. Meine Stimme versagt gleich wieder. Nochmal Sand angestoßen. Sicherheitshalber. So ein kleines bisschen zumindest. Um dann ein bisschen Sand da zu haben. Wir könnten natürlich auch mal Sand holen gehen, ist ja kein Akt. Aber ich will jetzt erstmal hier noch kurz ein kleines bisschen. Da ist ein Zombie drin. Die Sicherung wieder aufbauen. Ich denke, das wird reichen. Das sind halbe Platten. Das sind Platten. Was? Wo hab ich die denn her? Es gibt auch Platten? Brauche ich das Wire-Tool? Nee, eigentlich nicht. Die Reaver-Dinger brauche ich eigentlich auch gerade nicht. Nee, ich habe dann alles. Würde ich sagen. Jo, passt. Das nehmen wir nachher mit runter. Das blaue Messer dann hier oben zu haben. Okay, das heißt, ich brauche Creed, diese... Oh, ich hatte die mal auf Favorit liegen, glaube ich. Die hier. Ich weiß nicht, 22 hätte ich beim letzten Mal gemacht, dann machen wir jetzt auch mal 22. So, den Thema kennen. Stahl habe ich nicht dabei, ne? Nein. Gut. Ja, das ist alles so ein kleines bisschen angeschlagen hier. Aber alles noch im Bereich des Erträglichen. Ja, Boden ist auch ein kleines bisschen angeschlagen hier. An manchen Stellen. Ja, wo diese extremen Löcher sind. Fällt halt auf, ne? Ja.
So, hier war alles soweit gut. Nice. Oh. Ah, ein bisschen mehr kaputt gegangen an der Stelle. Ich hab doch keinen Strom. Okay, da hätte ich jetzt Concrete gebraucht. Jetzt ist die Frage, will ich das hier wirklich reparieren? Oder gucken wir eben die Plates an hier. Nee, ich würde sagen, Fans war das, ne? Ich glaube, zweimal brauche ich es auf jeden Fall. Junge, ist hier was kaputt gegangen. Ja, die Lampen sind auch nicht mal die neuesten. Naja, Hauptsache funktioniert, ne? What the hell is... Was war das jetzt? Leicht buggy das Ganze. So, hier fehlt einer. Warte mal, Copy Rotation. Hallo? Achso, nee. Okay, Copy Rotation. Ja, alles so ein bisschen angetriggert hier. Aber das können wir ja alles reparieren. So, gut, die Seite hier ist soweit durch, würde ich sagen. Hier oben. War das? Da lief doch gerade was. Hm, egal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die hier vergessen hatte aufzuwerten. Hä? Ah, alles klar. Gerade habe ich... Ah, da läuft einer. Gerade habe ich noch überlegt, kann doch nicht sein, dass hier, ich habe den Faden verloren. Aber es kann nicht sein, habe ich mir gerade so gedacht. So, ansonsten, das ist soweit, da war doch gerade noch irgendwas zu reparieren hier. Geil. Ja, hier. So, passt, da ist noch was. Ja, ab und zu muss man halt auch mal so Kleinigkeiten machen hier, ne? Einmal flicken und rauf und fertig ist. Hat auch noch was gesehen hier. Ja. Im Groben und Ganzen war es das ist aber auch schon wieder mit dem Reparaturarbeiten hier. Ja, ich denke mal, dass ich überwiegend hier die Löcher selber reingeschossen habe, dass das gar keine Zombies waren, die dagegen gekloppt haben. Geil. Oh, hier ist. Boah, hier war gut angeschlagen, Nummer. Achso, ja, hier war glaube ich ein Spucker, der explodiert ist, wenn mich nicht irre. Da muss auf jeden Fall repariert werden hier an der Stelle. Auf jeden Fall, guck mal hier. Wenn noch mehr kaputt geht oder so. Boah. Ja gut, wir haben es. Concrete haben wir gerade, ne? Deshalb lieber reparieren, als dass es nachher kaputt ist. Und wir ein Loch da drin haben. Ist zwar jetzt etwas mühselig, die Arbeit, aber sie lohnt sich halt. 1, 2, 3. Das heißt noch 2. Na gut, das sieht jetzt natürlich nicht mehr so schön aus, weil... So, jetzt passt es wieder. Durch die Reparatur hat sich natürlich der Erdboden hier angehoben. So. Ja, geht. Das heißt, das Ganze kann ich hier hinten... Oh, da. Das ist ja schon auch nochmal machen.
Dann ist es hier auch wieder richtig. Ah, der Hammer hat sich auch gut verbraucht jetzt hier, wa? So. Ja, was so ein Hammer durch Reparatur doch an Dings verliert, ne? Dann habe ich auch noch was. Alles klar, Rest kann so bleiben. So, das ist wieder heile. Die Dinger sind auch wieder heile. Was wollte ich noch machen? Ach ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, die Dinger wollte ich hier setzen. Ah, da müssen wir sie auch wieder anmalen. Oh Mensch, Leute. Na gut, das Anmalen können wir später machen. So, ich nehme jetzt auch bewusst diese Axt dafür. Diese Eisenaxt. Mit der können wir dann zumindest jetzt mal die letzten Dinger hier wegkloppen. Und danach wird die auch eingeschmolzen. Beziehungsweise dient dann halt für die Horde. Deshalb würde ich die dann auch hier oben lassen in der Kiste. Ja, Hauptverlust haben wir gar keinen mehr, ne? Da sind wir komplett safe. Ich überlege gerade, ob ich es gut finden würde, wenn jetzt so eine Kreischerin kommt und mir hier so ein Spucker spawnt. Das heißt, dann hätten wir die Kreischerin und den Spucker hätten wir dann. Bin mir aber gerade unschlüssig. War gerade am überlegen, ob es jetzt passiert, was ich gerade gesagt habe, aber habe ich mich wohl verhört. Hä? Oh, Schüssel. Das ist ja so ein. Stimmt, ich hatte hier schon einen ausgetauscht, ne? Tolle Arbeit gerade, ich weiß. Macht mir auch besonders viel Spaß. So. Sicherheitshalber. Na komm. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Na gut, dann machen wir es halt so. Wahrscheinlich kommt genau jetzt. Eine Wanderhorde oder sowas. Ich habe es nicht als Favorit gespeichert, ne? Naja, es dauert eh noch ein bisschen. So, den reparieren wir und den hier machen wir weg. Ging es schneller, wisst ihr. Hätte es ja keine Nerven zu, da noch zu warten und so. Ja, hallo, mein Freund. Na? Was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen oder was? Kommt da so ein einzelner Zombie entgegen? Lassen wir ihn mal, ne? Der wird schon zurechtkommen. Ja, stellen sie noch 10 Stück. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch die 22 sind zu wenig. Also 44 müsste ich doch eigentlich richtig gelegen haben, oder? Viel zu wenig. 24, also 48. Echt jetzt? Hätte ich nicht gedacht jetzt. Na gut, okay. Muss ja auch reichen. So, fehlt hier eine?
Nein. Ach, die ist nur nass hier unten, ne? Ja, richtig, okay. Ach, Leute. Bin schon wieder verwirrt. Stacheldraht müssen wir noch machen, aber das machen wir da am letzten Tag wahrscheinlich. Wieder auf dem letzten Drücker alles machen. Beim letzten Mal hatte ich den Stacheldraht auch nicht repariert. Das habe ich einfach vergessen. Das ist einfach so gewesen. So, und hier vorne lag auch noch eine Leiche. Da. Geht dann auch mal wieder weg. Gut, so, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir hier zumindest jetzt auch wieder safe. Na. Safe ja, aber noch nicht ganz. Weil ich muss ja noch hier ran. Einmal gucken. Wow. Läuft, würde ich sagen. Okay. Ja. Ich glaube, Andreas war es, wenn ich mich nicht irre. Guck mal hier, ich kann das nicht da reinsetzen. Also ich kann die nur mit den ganz normalen Shotgun-Dingern bestücken. Ich hatte verhältnismäßig wenig gezielt. Gezielt sei schon verschossen, finde ich. Also, da bin ich jetzt leicht überrascht. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Der auch. Was mache ich da für einen Scheiß? Der andere sieht so aus, ne? Wenn ich nicht irre. So. Hätte ich aber vorher machen können. Ja. Unlock. Lock. So. Fast 400 Schuss drin in beiden. Ich denke mal, die nächste Horde ist damit wieder safe. Die Dinger müssen wir noch anmalen. Warte mal, hier habe ich auch noch so ein komisches Ding. Das geht mir auch die ganze Zeit schon am Sack. Sieht gut aus. Warte mal, hier haben wir noch. Überall, guckt euch das mal an. Ja, auch wenn es nur Kleinvieh ist, ne? Kleinvieh macht halt auch Mist. Tolles Wetter wieder hier. Na, da war noch was. So, hier ist noch nichts trocken, ne? Meine Frage war überflüssig. Doch, da war was trocken. Okay, sind wir erstmal damit durch, würde ich sagen. Wie schaut's hier aus? Ja, hält sich in Grenzen. Ist noch nicht kaputt genug. So, morgen, also nicht heute, sondern morgen, dann wirklich, ist auch die, auch Leute. Na, wer weiß, was ich sagen will. Na toll, keiner weiß es. Morgen ist Tag 61, da sind auch die Händler unten wieder restockt. Das heißt, heute auf jeden Fall sollten wir zu den beiden, zu den drei anderen Händlern nach oben, nach im Norden, sausen. So. Dann schmeißen wir die Schuhe damit rein. Die verkaufen wir dann direkt wieder bei den anderen Händlern. Ach so, die Wet Concrete Plates. Ja, die habe ich jetzt hier unten mit drin quasi. Das dauert noch einen Augenblick. Das kommt also wieder nach oben. Die Shotgun hier würde ich kurz mit den Slugs durchladen wieder. Für alle Fälle, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Shotgun mit ordentlich Wumms. Das geht wieder nach oben. Das Messer hatte ich hier hinten drin. Da. Ein hier.
So, dann geht das Messer auch wieder nach oben. Der Hammer geht wieder nach oben. Die Picke bleibt am Mann. Jo. Alles klar. Sieht doch gut aus bis jetzt. Sieht doch gut aus. Stoff, glaube ich, ne? Ist dafür vorgesehen. Jupp. Stoff ist dafür vorgesehen. Einmal sortieren. Nee, Kleidung. So, hier haben wir auch noch ein paar Hoodies und sowas. Die nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß, bringt nicht viel. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Und solange wir noch Platz haben, quasi, können wir es auch mitnehmen. Hm. Gucken, was da rauskommt. 51er ist das. Ist nicht viel, ne? 17er. Nee, ist echt nicht viel. Ja, komm. Passt schon so. Den nehmen wir noch mit. So, Stoff geht wieder weg. Da rein. Und das geht erstmal wieder hier rüber. Damit wir hier wieder ein bisschen was haben. Sortieren wir einmal und dann gucken wir später, was wir mitnehmen. Beziehungsweise nein, warum? Also wir haben... Das sieht relativ gut aus. Das ist stark angeschlagen. Das sieht auch relativ gut aus. Und das sieht relativ gut aus. Die drei nehmen wir mit. Pass mal auf, das machen wir mal kurz anders. So. Dann haben wir hier die volle Pistole. Ja, die ist wirklich komplett voll, ne? Während die nur teilweise voll ist. Ne, dann nehmen wir die mit. Die mit und die mit. Drei Pistolen. Für jeden Händler eine quasi. Wenn wir mehr verkaufen können, ist gut. Und für jeden Händler auch ein Gewehr. Die Schematik nehme ich mit. Die komische Brille hier würde ich auf jeden Fall mitnehmen. So, dann haben wir hier noch 1, 2, 3. Für jeden einen. Wenn wir mehr verkaufen können, ist gut. Den Helm, das Ding. Ja, ich würde die beiden Hoodies hier mitnehmen. Und was haben wir denn noch? Den Hoodie nehme ich noch mit. Und dann habe ich noch einen, ja, noch ein paar Plätze mehr frei. Die Tokens nehmen wir gleich so am Mann. Boah, machen wir das so. Bringen wir das zumindest schon mal nach oben. Machen wir uns dann, hallo, quasi startbereit für den Ausflug morgen. Weil den will ich unbedingt machen. Airdrop habe ich, glaube ich, schon geholt, oder? Sehe ich das falsch? Stadt Händler, Händler. Händler, 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 Händler. Wartet mal. Händlers. Händlers? Nee, wartet mal. Das Track. Ja, klar. Händler, Sandbruch. Sandbruch will ich nicht getrackt haben. Beutels brauche ich auch nicht getrackt. Bookstore, Kiste. Die Händler will ich auf jeden Fall alle getrackt haben. Der Rest ist mir Latte. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Nee. Ah, da. Gut, läuft, würde ich sagen. Gut. Boah. Es regnet, ich gehe wieder zurück. Nee. Ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Nein. Also ich packe jetzt nochmal Minibike zu Ende und dann würde ich auch mal sagen, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Dann packen wir das Minibike voll, nehmen uns unten nochmal Zeug mit, was wir so haben und vielleicht mal ein paar Garagentore. Ich muss mal gucken. Und dann gehen wir zum Händler, die drei Händler im Norden und dann gucken wir, was die so im Angebot haben. Was ich ganz gerne machen würde, ist mein Orga verbessern. Ne, war schon richtig, Junge. Das kriege ich hochgezogen. Das ist das geringste Problem. Hier, die Blade würde ich ganz gerne noch ein bisschen verbessern.
Wenn ich noch eine Blade drauf knalle. Also wenn ich eine bessere Blade finde als die hier, würde ich natürlich die bessere Blade bevorzugen. Da muss man nicht drüber nachdenken. Gucken wir uns alles morgen an in der nächsten Folge. Bis dahin. Wird das Wetter auch wieder gut. Mach's gut, bis dann. Tschüssi.